Sehr verehrten Damen und Herren, warte noch gerade, bis Beatrix raus ist. Da heißt es, sich anzustrengen, ne? Um eine solche Wurst auch tatsächlich sich zu verdienen. Ich werde mein Bestes tun, ich verspreche es. Lassen Sie mich so auf die ein oder andere Anregung der Vorredner eingehen, Herr Nolte. Ich will ganz kurz sagen, bleiben Sie sitzen, oder gehen Sie, aber ich spreche trotzdem weiter. Ihre Erfahrung mache ich natürlich auch, im Kreistag genauso wie im Landtag. Ja? Die Altparteien sind einfach nicht bereit, einen Dialog, einen demokratischen Dialog zu führen. Und das ist das, was Sie eigentlich diesem deutschen Volk derzeit antun. Sie boykottieren Demokratie und eine sachliche Auseinandersetzung auf der Sachebene, eben auch in ganz sachlichen und klaren, die für uns alle wichtigen Positionen. Das tun sie einfach nicht. Wenn ich aus dem Kreistag ein kleines Beispiel nennen, als ich ganz frisch im Kreistag war, da kamen die Grünen auf die Idee, diese vielen Ausdrucke, die immer nur einseitig bedruckt worden sind, jetzt beidseitig zu bedrucken. Tolle Sache, ja, da bin ich ja voll dafür und gehe daneben. Ich als Fraktionsvorsitzender des Kreistag der AfD bin zu einem Fraktionsvorsitzenden der Grünen gegangen nach der Sitzung und habe gesagt, gute Sache, das unterstützen wir. Das ist ja vernünftig, ja, die Hälfte des Papiers und so weiter. Oh, da war er erstmal sehr dankbar und überrascht und sagte dann aber, nach zwei Tagen rief er mich an und sagte, Herr Junge, tut mir furchtbar leid, die Fraktion lehnt das ab. Wir ziehen den Antrag zurück, weil wir mit der AfD nicht zusammenstimmen. Also, und das erlebe ich also in ähnlicher Form auch, erlebe ich das im Landtag, wo die CDU, ja, die CDU, die mit uns ja zusammen in der Opposition ist, Anträge, die wir stellen, teilweise kommen sie aus der letzten Legislaturperiode, die die CDU schon gestellt hatte, wir dann aber noch ein bisschen verschärfen, aber sie dann einbringen und die CDU dann kommt und sagt, naja, also eigentlich passt das ganz gut, aber wir stellen einen Alternativantrag mit dem Ergebnis, dass sie unserem Antrag nicht zustimmt. So wird Demokratie und damit auch der Wählerwille konterkariert. Ja, und das ist einfach etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann und wogegen wir auch kämpfen müssen. Herr Dippe, das hat mir sehr gut gefallen, diesen Vergleich des Sozialismus. Ja, habe ich gestern auch gesagt, wir hatten gestern eine sehr große, gute Veranstaltung in Trier. Ich fand es klasse, vor der Porta Nigra zu sprechen. Und waren so 200 Anhänger von uns da und etwa 400 von der alternativen Szene, ja, von den Linksfaschisten. Und da konnte man wunderbar drauf eingehen. Und da hätte ich das gerne genutzt mit dem Sozialismus, ja, dem roten, dem grünen und dem braunen Sozialismus. Und das sage ich immer ganz gerne, die sagen Nazi, ja, und mein Gott, ich war 34 Jahre in der CDU. Ich habe mein Leben lang diesem Land gedient, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Gerechtigkeit und Hintergrund, auch in Auslandseinsätzen in Afghanistan versucht, Afghanen beizubringen, wie Demokratie funktioniert. Ganz schwieriges Unterfangen, sage ich Ihnen. Eigentlich aussichtslos, da komme ich aber gleich noch zu. Und das war richtig gut. Ja, es gibt natürlich, wenn wir nur immer diesen Kategorien denken, links und rechts, und ich sage, ich bin nicht links, dann bin ich automatisch rechts. Und dann sei es so. Also ich freue mich mal wieder hier im Hessischen zu sein. Ich habe es ja eigentlich recht kurz in Mainz, konnte nur über den Rhein, da bin ich in Wiesbaden und schon in Hessen. Aber hier oben auch mal zu sein, unterwegs zu sein. Und hier bin ich auch mal sehr freundlich aufgenommen. Die Wege führen mich auch häufig mal hier durch die Region, manchmal auch von Süden her nach Kassel. Da tagt ja oft die AfD, weil sie eben zentral liegt. Und ich bin auch auf dem Weg häufiger über die A7 in Richtung Hildesheim, Hannover. Das ist meine Heimat, da bin ich geboren, in Niedersachse. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und Köthe und auch diese Sporthalle fühle ich mich sehr wohl, weil hier Handball gespielt wird. Und ich in meiner Jugend sehr intensiv Handball gespielt habe, in Niedersachsen, in Hannover Handball gespielt habe, Wunsdorf, in Nienburg und da war das also meine Region. Ich habe das mit wirklich Leidenschaft gemacht, beide Schlüsselbeine gebrochen. Das ist gut, ja, da weiß man, wo der Körper steckt und was er leisten kann. Und dann ist mein Vater, der war ja auch Berufssoldat, der ist versetzt worden nach Nordrhein-Westfalen. Und dort haben die Linken damals schon regiert und da war Handball einfach zu gefährlich. Da spielte man dann Basketball, was dazu führte, dass ich die ersten Spiele als Basketballer dann immer vom Platz flog, ja, weil ich natürlich das etwas deftigere Handballspiel
und das körperlose Spiel der Basketballer erst mir angewöhnen musste. Also, ich fühle mich hier sehr wohl, bedanke mich nochmal für die Einladung. Liebe Freunde, die Fehlentwicklungen in diesem Land, um zum Thema zu kommen, sind so umfassend, dass es fast schon schwerfällt, einzelne Punkte herauszugreifen. Das ist am heutigen Nachmittag schon geschehen durch den einen oder anderen. Sicher aber sind die Euro-Krise, das Zensurgesetz, die Energiewende, die unkontrollierten Grenzen und die Migrationskrise und ihre weitreichenden Folgen und damit der absehbare Zusammenbruch unserer Sozialsysteme und der Verlust der inneren Sicherheit, die Triebfedern für uns alle, unsere Anstrengungen in den nächsten Wochen bis zum Bundestagswahlkampf, bis zur Bundestagswahl nochmal zu verstärken. Und deshalb heißt unser Anspruch ja auch Politik zum Wohle der eigenen Bürger und Politik für das eigene Volk. Und ich betone das eigene Volk, meine Damen und Herren. Und das ist ja genau das, was die Altparteien und die Politikdarsteller offensichtlich verdrängt haben. Sie haben ihren Auftrag vergessen, dem sie einst Treue geschworen haben. Wenn wir von Treue sprechen, von Amtseid, dann fällt mir der Amtseid der Bundeskanzlerin ein. Hören Sie mal zu, nur ganz langsam so zum Mitschreiben, was sie geschworen hat. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe, meine Damen und Herren, das ist eine einzige, aneinandergereihte Lüge dieser Partei. Wir treten dafür an, um genau diesem Eid wieder Geltung und Achtung zu verschaffen. Und dennoch scheint das Merkel-Prinzip noch zu funktionieren. Alles wird gut. Wir schaffen das. Wir haben gelernt. Vorhin bin ich an einem Plakat vorbeigefahren, der CDU-Bruder stand drauf. Wir schaffen Sicherheit und Ordnung. Und Sie haben es vorhin angesprochen. Eine Farce. Ja? Die Sicherheit und Ordnung, genau das als Verursacher eben in Frage gestellt haben für dieses Land, plakatieren und werben jetzt damit. Und was mich am meisten erschreckt, ist, dass es viele immer noch offensichtlich gibt, die diesen Unsinn glauben. Mich erinnert das an die ängstlichen Kinder, die sich die Augen zuhalten, um das Unausweichliche nicht sehen zu müssen, in der Hoffnung, es würde dann vielleicht nicht passieren. Aber die Bilder aus Hannover, Ansbach, Würzburg, Köln, Berlin, Orte sind ja kaum noch aneinander zu reihen. Und jüngst auch Barcelona sind eben nicht mehr zu verschleiern. Sie sind die grausame Realität und das Ergebnis einer Moralpolitik von Träumern und Ideologen, meine Damen und Herren. Entweder die berühmte Vogel-Strauß-Politik, die ich gerade schon angesprochen habe, oder aber die gezielte Absicht, ein funktionierendes Gemeinwesen wie die Bundesrepublik Deutschland bewusst zu zerstören. Und wenn sich Letzteres herausstellt, dann haben wir es mit nichts anderem zu tun als mit Landesverrat. Und wenn das so ist, dann müssen diese Verantwortlichen von heute nicht nur Wahlen verlieren, sondern eines Tages vor ein deutsches Gericht gestellt werden und sich für ihre Taten zum Schaden des deutschen Volkes verantworten. Hat schon vieles angesprochen. Herr Neuter auch. Aber in ihrer ideologischen Verblendung scheuen sich diese armen Pharisäer nicht einmal davor, wirklich historischen Unsinn zu verbreiten, setzen auf die Unwissenheit ihrer Wähler und liegen damit gar nicht mal so falsch. Da sagt Sigmar Gabriel doch allen Ernstes, die Türken haben dieses Land aufgebaut. Das klingt doch oberflächlich erstmal, naja, gut, sind ja schon relativ lange da und haben sicherlich auch was geleistet. Ich gehe auch gerne mal in den Dönerbude und esse dort mal was und kenne mich auch auf
gucke auch Fußball mit Türken zusammen, das ist immer spannend, ja, weil ich immer merke, da können die noch so lange hier gelebt haben, auch schon seit Generationen, wenn es darum um Fußball geht, ja, da kommen Emotionen hoch. Auch wenn sie einen deutschen Pass haben, halten sie für die türkische Mannschaft. Sie sagen, das ist nicht so wichtig. Aber das ist eine emotionale Haltung und die drückt es eben auch aus. Beim Fußball sind alle zu sich selber ehrlich und da holen sogar von uns viele das schwarz-rot-goldene Fähnchen aus. Aber sicher ist doch und Tatsache ist, historische Wahrheit ist, dass 1962 eben auf Wunsch der USA türkische Arbeitslose aufnahmen, um den am Boden liegenden NATO-Partner Türkei zu unterstützen. Und da waren zu diesem Zeitpunkt die Trümmer längst weg und das Wirtschaftswunder auf der Höhe. Aber was hier eigentlich zum Ausdruck kommt, mal ganz abgesehen davon, dass es eine historische Unwahrheit ist, das kann man der Unwissenheit eines Ziggy Pop durchaus zugestehen, aber was da eigentlich zum Ausdruck kommt, ist die typische Geisteshaltung der 68er Nachkommen, die sich immer gegen das eigene Volk richtet und gegen seine Leistung richtet. Das ist typisch. Das ist doch eine geschichtsvergessene Unverschämtheit gegenüber all den deutschen Bürgern. Unseren Vätern, Großvätern, die für ihre harte Aufbau- und Lebensleistung heute in hohem Alter eine völlig unwürdige Rente erhalten. Diese rot-schwarzen Pharisäer, ich sage bewusst rot-schwarz, schämen sich noch nicht einmal dafür, dass ihnen offensichtlich der marokkanische Analphabet mehr wert ist als unsere Rentnerin, die ihr Leben lang geschuftet hat. Kinder großgezogen hat, brav in die Sozialsysteme eingezahlt und heute von Altersarmut bedroht wird. Und der Europäer oder der Europabereicherer und Diätenmillionär Schulz trägt die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit wie eine Monstranz vor sich her. Tatsächlich aber sind es die alten Umverteilungsphasen, die wir seit langem kennen, die er da gebetsmühlenartig absondert. Sozial gerecht ist es aber, wenn man für seine Lebensleistung eine gerechte Rente erhält und nicht für seinen Fleiß, die Verantwortung, die man für die Kinder übernommen hat und die erbrachte Arbeitsleistung bestraft wird, indem man als Umverteilungsopfer eben diejenigen alimentiert, die all das eben nicht erbracht haben, liebe Freunde. Und weil eben der ideologische Realitätsverlust in fast allen politischen Handlungsfeldern der wahre Grund ist für die negativen Entwicklungen in unserem Land, müssen eben wir, die Alternative für Deutschland, die schonungslosen Realisten sein, die Unbequemes ansprechen und eine knallharte Opposition in den Landesparlamenten und ab Oktober in den Deutschen Bundestag hineintragen und den Altparteien das Fürchten erleben. Nein zur EU-Diktatur und ja zur Souveränität der Nationalstaaten in einem Europa der Vaterländer. Der Euro spaltet heute die Nationen mehr, als wir sie jemals verbunden hat. Die wirtschaftlich schwachen Südländer müssen den Euro verlassen, damit sie mit eigenen Währungen wieder Boden unter die Füße ihrer schwachen Volkswirtschaften bekommen. Und wir wollen heute schon angesprochen, und da ist ja Hessen ähnlich gebeutelt wie Rheinland-Pfalz, den Ausbau von Windkraft und Solarenergie erst dann weiter fördern, wenn es auch leistungsfähige Speichertechnologien gibt, und wollen das Subventionsmonster EEG ganz klar abschaffen. Meine Damen und Herren, wir haben genug Windkraftwerke gebaut und damit unsere Landschaft geschaffen. Und wir haben genug Ökostrom subventioniert und damit den kleinen Stromkunden ungebührlich belastet. Wir haben genug nicht speicherbaren Strom erzeugt und ihn billig an andere verscherbelt. Wir haben genug von diesen Ökoschamanen, die uns vor ein paar Jahren noch erzählt haben, dass der deutsche Wald stirbt und ihn nun für jedes Windkraftanlage bedenkenlos abholzen.
Frankreich als pensionierter Berufssoldat mit noch einigen Einsätzen im Ausland, auch ein Herz natürlich für diese, für unsere Bundeswehr habe. Lassen Sie mich auch ein paar Worte zu dieser Bundeswehr sagen. Winston Churchill, sagen wir gesagt haben, Abrüstung mit Frieden zu verwechseln, ist ein schwerer Fehler. Und genau den haben auch wir begangen. Das Einholen der sogenannten Friedensdividende, ich habe das leibhaftig erlebt, war das Schlüsselwort für die bedenkenlose Reduzierung der Bundeswehr von ehemals 500.000 auf heute real 165.000 Soldaten und dann noch die Aussetzung der Wehrpflicht obendrauf. Von und zu Gutenberg geistert ja schon wieder durchs Land und sucht einen guten Doktorvater. Er will es ja mal probieren. Aber meine Damen und Herren, ein angeblich souveränes Land wie die Bundesrepublik Deutschland ist heute nicht mehr in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Ja, wir können nicht einmal mehr unsere eigenen Grenzen sichern und kontrollieren. Und das geben die auch noch zu. Am liebsten will Frau von der Leyen noch Migranten ohne deutschen Pass in die Bundeswehr aufnehmen. Und ganz wichtig, die sexuelle Orientierung vertiefen. Meine Damen und Herren, ich war 39 Jahre Soldat. Meine sexuelle Orientierung habe ich nie verloren. Aber ausgelebt habe ich sie nach Dienst. Und während dem Dienst meine Aufgabe natürlich erfüllt. Denn die wesentlichen drei Dinge, damit eine Armee auch wirklich ihren Sinn erfüllt, ist die Auftragserfüllung, ist die Einsatzbereitschaft und ist natürlich die Kampfkraft. Und das sind aber offensichtlich mittlerweile rückwärtsgewandte Weltumschauungen. Denn ich kann Ihnen eins sagen, wenn wir das nicht zurückgewinnen, und das kann ich Ihnen auch als Kriegsteilnehmer in Afghanistan sagen, dann sind das die Fähigkeiten, die wir verlieren und die sind überlebenswichtig. Von der Leyen spielt mit dem Leben unserer Soldaten, denn mit Stuhlkreiseln und Wohlfühlseminaren werden wir Taliban, IS und andere Feinde, die wir heute noch gar nicht kennen, nicht beeindrucken können. Ich will keine kunterbunte Multikulti-Söldnertruppe, die nicht mehr in der Lage ist, Deutschland für Deutschland zu kämpfen und für Deutschland sterben und kämpfen zu können. Ganz pauschalen Hexenjagd und völlig ungerechtfertigten Entnazifizierungskampagne hat sie der Truppe schweren Schaden und schweres Unrecht zugefügt. Ich möchte eines Tages eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen einführen, die in vielfältigen Bereichen wie in der Altenpflege, im Gesundheitswesen, beim THW und in vielen anderen Bereichen, eben aber auch in der Bundeswehr Dienst geleistet wird. Damit können wir auch dort unterstützen, wo Hilfe im Moment so dringend notwendig ist. Wir alle werden irgendwann eine Unterstützung brauchen in der Altenpflege. Lassen wir unsere Jugend wieder teilhaben an dem, was Gemeinschaft heißt und eine Pflicht erfüllen, die für uns alle notwendig ist. Nehmen wir sie in die Pflicht und ich glaube, wenn wir das in einem großen Fächer tun, dann wird es auch akzeptabel und dann wird es auch im politischen Raum durchsetzbar sein. Für diejenigen, die dann zur Bundeswehr gehen, für die möchte ich gerne eine Art Kaderarmee entstehen lassen, nur für die Landesverteidigung. Die einen werden zu Unteroffizieren der Reserve ausgebildet, die anderen zu Offizieren der Reserve. Sie gehen zurück in ihre Heimatregion, werden geführt von den Landeskommandos und so erreichen wir wieder einen gewissen Reservistenstamm, der das leisten kann, was eigentlich diese Armee nach 87a, dem Grundgesetz 87a leisten soll, nämlich dieses Land verteidigen zu können und wieder eine Landesverteidigung möglich zu machen. Das über die Bildungspolitik haben wir noch gar nicht gesprochen. Wer das so erlebt, und ich als Soldatenkind habe das sehr hart empfunden, dass immer, wenn ich ein Bundesland wechseln musste, ich entweder ganz vorne war oder ganz hinten war. Weil die Bildungspolitik offensichtlich ein Spielball unserer rot-grünen Gesinnungsfanatiker geworden ist. Es ist aber die Zukunft unserer Kinder und unsere Zukunft. Wir wollen die roten Bildungsexperimente beenden. Wir wollen die Ausbildungsberufe, auch das duale System stärken und befürworten ein nach Begabung differenziertes, dreigliedriges Schulsystem,
das dem unterschiedlichen Leistungsvermögen der Schüler auch gerecht wird. Deshalb wollen wir keine nach unten nivellierenden Einheitsschule, die unsere Jugend nicht klüger, sondern im Grunde einheitlich immer dümmer machen. Der Bildungserfolg, und wir Eltern wissen das, ja, Schule war nicht immer einfach, hat auch Spaß gemacht, mir am meisten beim Sport. Aber der Bildungserfolg ist eben auch ein Anstrengungserfolg. Es muss Wissen vermittelt werden. Denn irgendwie muss doch Bildung auch uns auf das Leben vorbereiten. Und wie kann ich ohne Wissen irgendwann in einem Beruf bestehen und mich weiterentwickeln und in einem Land, das auf Wissen basiert? Wir haben keine Rohstoffe. Bildung ist unser eigentlicher Rohstoff. Und das dürfen wir diesen roten Experimentaltheoretikern nicht überlassen. Bildungserfolg. Und was wir erleben mittlerweile, ist doch das Ergebnis staatlicher Gleichmacherei und permanenter Niveauabsenkung. Das sehen wir auch in Rheinland-Pfalz, haben wir das gerade erlebt, wie unsere Studienanfänger immer öfter ihre Studiengänge abbrechen, weil sie eben nicht entsprechend vorbereitet sind. Wir müssen diesen Akademisierungswahn endlich stoppen. Nicht jeder muss das Abitur machen, nicht jeder muss studieren. Unsere eigentliche Stärke dieses Landes hat der Mittelstand hervorgebracht. Der Mittelstand, über den Sie vorhin gesprochen haben, Handwerk. Und hat immer noch goldenen Boden, aber wir müssen unseren Jugendlichen auch sagen, es ist durchaus ehrenhaft, nach der mittleren Reife oder nach einem Hauptschulabschluss, wenn es ihn noch gibt, einen Beruf zu lernen. Und auch darin musst du sehen, dass du hier durchaus einen Lebenserfolg erzielen kannst. Ich bin vielleicht kein schlechtes Beispiel dafür. Ich bin nach der mittleren Reife, habe ich eine Lehre gemacht als Schriftsetzer, bin dann zur Bundeswehr gegangen, habe bei der Bundeswehr meinen Meister gemacht, bin darüber dann über den zweiten Bildungsweg zum Offizier herangezogen worden, später ohne Abitur und ohne Studium Stabsoffizier geworden. Es geht. Es funktioniert. Und ich sage Ihnen, ich glaube, ich bin in meinem Leben nicht schlecht gefahren damit und habe viel Erfahrung sammeln können, als denn wir viele auch im Landtag sehen, die eigentlich über den Kreissaal, den Hörsaal, in den Plenarsaal oder in die höchsten Ämter hineinkommen und damit in eins fehlen. Berufserfahrung. Die massenhafte Zuwanderung ist schon angesprochen worden, ich will das aber noch mal etwas vertiefen. Die massenhafte Zuwanderung von Analphabeten und Bedürftigen führt unweigerlich zur Gefährdung aller unserer bewährten sozialstaatlichen Errungenschaften. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit allen Jobcenter-Chefs in Rheinland-Pfalz. Und wenn man so unter sich ist, dann kann man auch mal die eine oder andere Frage stellen, die dann, wenn Journalisten dabei sind, nicht beantwortet werden. Das stellt man sich trotzdem. Dann sagen Sie mir doch mal wirklich, wer oder wie viel von denen, die jetzt im Asylverfahren, aus dem Asylverfahren raus sind, jetzt in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, sind denn tatsächlich aus Ihrer Erfahrung bisher integrationsfähig? Und die übereinstimmende Meinung war nicht mehr als 10, maximal 15%. Aber auch nur auf dem niedrigsten Level. Das heißt wirklich in den niedrigsten Dienstleistungen. Immer so hart am Mindestlohn. Davon haben wir auch welche. Was ist aber mit allen anderen? Die meisten haben die jetzt versucht worden sind, zu integrieren, da kriegen Sie ja immer hier im Kleberfernsehen, kriegen Sie ja immer Schulden und gezeigt, dass Sie Integrationserfolg haben. Da suchen die lange nach. Da müssen die lange nachsuchen. Bis Sie mal wirklich jemanden gefunden haben, der tatsächlich über diesen Weg tatsächlich so etwas wie an einer regelmäßigen Arbeit macht. Es ist nicht zu leisten. Und die 80% gehen über Hartz IV sofort in unsere Sozialsysteme. Und das sind nicht nur Hartz IV, sondern das ist auch unser Gesundheitssystem. Denken Sie an all dies, was Sie tagtäglich oder jeden Monat einzahlen in Ihre Krankenversicherung. Jeder von Ihnen weiß, dass das auch stetig steigt. Ich sage, Ihre Rente muss aber nach einem arbeitsreichen Leben
für ein würdevolles Dasein reichen. Wir wollen auch im Bereich der Familienpolitik deutliche Zeichen setzen. Das ist die Kernzelle unserer Gesellschaft, die Familie. Ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich eine junge Familie sehe, die sich dieser Verantwortung stellt und Kinder nimmt. Wir werden lange brauchen, bis wir einen Geist wieder entwickelt haben und sagen, Kinder sind was Tolles. Ja, wir brauchen Kinder und natürlich werden wir eine Ehe eingehen, mit dem Ziel, nicht Steuern zu sparen, sondern Kinder in die Welt zu setzen. Ich selbst habe zwei. Jeder von Ihnen, der Kinder hat, weiß, was das für eine Anstrengung ist, aber was auch für eine großartige Freude das ist. Und dieser Geist scheint bei uns ein wenig verloren zu sein. Die anderen haben das, die jetzt noch nicht so lange bei uns wohnen. Die haben das. Beatrix von Storch hat beeindruckende Zahlen gerade genannt. Und wir müssen mehr tun für unsere Familie. Wir müssen die Erziehungszeiten künftig auch in angemessener Weise bei der Rentenbemessung der Eltern berücksichtigen. Wer Kinder für die Gemeinschaft großgezogen hat, muss dafür auch eine gerechte Gegenleistung im Alter erhalten. Und für die Familienförderung gibt es eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, die wir auch in unserer Programmatik drinstehen haben. Lebensschutz. Wenn Sie sich die Abtreibungszahlen anschauen, dann wird Ihnen schlecht. 125.000 im Jahr. 125.000 Menschen. Ehestartkredite mit Teilerlass für jedes Kind. Die gleichwertige Förderung der Kinderbetreuung zu Hause, aber auch in Einrichtungen. Es muss eine Wählbarkeit da sein. Es kann doch nicht sein, dass diejenige, die Mutter, die ihr Kind abgibt, möglichst auch noch unter 3 Jahre, belohnt wird und die Mutter, die sagt, nein, ich möchte mein Kind gerne zu Hause erziehen, auch schon über das 3. Jahr hinaus, sich schlechter stellt. Das darf nicht sein. Familiensplitting in Ergänzung zum Ehegattensplitting und die kinderzahlabhängige Ermäßigung von Sozialversicherungsbeiträgen, meine Damen und Herren. Es gibt ein ganzes Füllhorn von Möglichkeiten, Familien zu fördern. Und das ist das, was wir wirklich brauchen. Und wenn Sie sich mal angucken, wer so diese Politik, insbesondere der Damen, in diesem Land bestimmt, dann sind das die, die selber keine Kinder haben. Wissen, wovon Sie reden, wenn Sie von Familie sprechen. Sie haben diese Verantwortung überhaupt nie übernommen. Und ich sage auch, da ecke ich häufig mal an, wenn ich sage, die, die keine Kinder haben, da sage ich nicht, da kommt immer das Argument, naja gut, aber es gibt ja auch Menschen, die können keine bekommen. Ja? Krankheitsbedingt oder aus welchen Gründen auch immer. Ja, sage ich. Und dennoch möchte ich, dass ihr, die ihr doppelt verdient, euren Beitrag leistet für die, die diese Verantwortung übernehmen und Kinder in die Welt setzen. Und das würde ich so gegenfinanzieren wollen. Ich glaube, das ist wichtig. Und liebe Freunde, die Gender-Ideologie zerstört die klassische Familie als Lebensmodell und als Rollenbild. Und da erleben wir Gender in all seinen Irrungen und Erscheinungsformen strikt ab, dass wir vor einem Verbot und Frühsexualisierung sind, versteht sich doch von selbst. Unsere Integrationsministerin im Landtag Frühsexualisierung mehr oder weniger verteidigen wollte, habe ich als Zwischenruf gebracht, das ist geistige Vergewaltigung. Und dafür habe ich vom Landtagspräsidenten eine Rüge erhalten. Das sei kein parlamentarischer Ausdruck. Ja, ich hätte die Ministerin bezichtigt, dass sie vergewaltigen wolle. So dreht man das um. Ja, da gibt es 1000 Beispiele in diesem Landtag, also über einem Jahr. Ich glaube, ich schreibe mal irgendwann ein Buch. Ja, die Verirrungen des Rheinland-Pfälzischen Landtags im Umgang mit der AfD. Ihr
wissen, dass wir in Rheinland-Pfalz etwa 2500 Jugendliche beherbergen, die nicht aus diesem Land kommen, die direkt in die Jugendhilfe hineingehen, die unbegleiteten männlichen Flüchtlinge. Wir wissen, dass 60 bis 70% schummeln. Warum sage ich das? Weil es eben doch ungewöhnlich ist, wenn einer mit 14 behauptet, er sei 14, nicht zweimal am Tag rasieren muss. Dann kommt eine gewisse Skepsis auf. Wir wissen also, dass das nicht stimmt, aber natürlich Jugendliche eine deutlich bessere Versorgung haben als der normale Flüchtling und Asylantrag. Kostet circa in Rheinland-Pfalz etwa 2.500 Euro pro Monat. Das Statistische Bundesamt spricht eher von 5.000 Euro pro Monat. Das heißt, es belastet unseren Haushalt mit etwa 10 Millionen Euro jeden Monat. Als es jetzt um die Erhöhung der Erschwernis-Zulage für die Polizei ging, da sprach man davon, dass man wollte das um 2 Euro erhöhen und das sei ja kaum zu finanzieren. Und dann werde ich böse, dann werde ich sauer. Weil das nämlich einfach nicht stimmt. Ich hatte im Nachklapp des G20-Gipfels ein sehr interessantes Gespräch. Ich bin ja auch der stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses und kann mir damit natürlich mit der Polizei sprechen. Und habe mit den Hundertschaftsführern gesprochen, die in Hamburg eingesetzt waren. Die haben das schon einiges erlebt. Das, was sie dort erlebt haben, haben sie bisher noch nicht erlebt, in dieser Vehemenz. Und auf einmal sprechen wir auch über Linksextremismus. Aber Vorsicht, ich schweife ab. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann, was die unbegleiteten männlichen Flüchtlinge angeht, habe ich gesagt, es gibt ja medizinische Prüfungsmöglichkeiten. Die Schweden machen das, die Norweger, die Hamburger, ja, die stehen ja nur wirklich nicht im Verdacht, echt zu sein. Also gibt es Handwurzeluntersuchungen, wo sie zumindest ziemlich genau sagen können, naja, der ist keine 16 mehr, ja, oder der wird um die 17, 18 sein, aber nicht auf den Tag genau oder auf den Monat genau. Und da hat mir die Integrationsministerin, die Frau Spiegel, vorgeworfen, und ich habe das wirklich sehr sachlich und sehr begründet vorgetragen, dass man das mal machen könnte, man könnte doch dann diesen Missbrauch, der dann dadurch entsteht, dass ich ein falsches Jahr angebe, ein falsches Geburtsjahr angebe, hat sie mir unterstellt, ich würde Penisvergleiche fordern. Völlig irre, habe ich mit keinem Wort erwähnt. Ja. Jeder, der ein bisschen älter ist, weiß auch, dass das über das Alter auch nicht fühlt, wie das aussagt. Aber das ist vielleicht auch Ihrer Lebenserfahrung geschuldet. Aber man muss aber sehr vorsichtig sein, weil jeder Zwischenruf von uns wird genau registriert, während andere aus der SPD-Reihe einen auch durchaus als Pack bezeichnen. Und das wird nicht registriert. Also, Frühsexualisierung, da hatte ich einen kleinen Schlenker gemacht. Meine Damen und Herren, wir müssen auch über Steuerpolitik reden. Beatrix von Storch hat es vorhin angesprochen, ein Finanzminister, der sich brüstet, ja, er hätte die schwarze Null geschaffen, der vergisst ganz einfach, dass Sie, so wie Sie hier sitzen, diesen Ausgleich geschaffen haben, durch Ihre Arbeit und dadurch, dass Sie Steuern bezahlen. Aber diejenigen, die Steuern bezahlen, werden immer weniger. Und diejenigen, die von einer Steuer, die andere bezahlen, alimentiert werden, werden immer mehr. Ich frage mich, wie lange dieses System denn funktionieren soll. Und eine gerechte Steuerpolitik muss eben dem Bürger auch das wieder zurückgeben, was er ja eigentlich schon eingezahlt hat, was ihm zusteht. Und wir wollen deshalb auch die Mehrwertsteuer um 7% auf 12% senken, weil wir sagen, dass diese Steuer den Bürger sofort und unmittelbar entlastet, nämlich einkommensunabhängig. Und das hat sofortige Wirkung in Ihrem Geldbeutel bei jedem Einkommen. Wir sehen das auch als eine Kompensation für die kalte Enteignung der deutschen Sparer, eben auch durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Und dann provoziere ich ganz gerne und sage, liebe leichtgläubigen Heute-Journal-Zuschauer, ich meine, davon wird hier jetzt keiner sitzen, es gibt ja viele, die Kleberfernsehen einfach so konsumieren. Ich habe vor kurzem, das heißt, meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, die Handwerker, die an unserem Haus gearbeitet haben, nach dem Brandanschlag, das haben Sie auch vielleicht mitbekommen, haben wir die dann auch gefragt. Und meine Frau kam dann mit denen ins Gespräch, sagte, ja, die fragten dann, was ist eigentlich hier passiert? Ja.
einfach so weg und dann auch mal an der Stelle, sieht ja aus wie ein Auto. Mhm. Die wussten es gar nicht, weil es in den örtlichen Medien auch relativ verschwiegen wurde, in überregionalen ja überhaupt nicht stattfand. Ja, als man jetzt Müntefering ja, gedroht hatte, da stand das dann überregional in allen Medien. Als das Auto meiner Frau abgefackelt wurde und mir das Jochbein zertrümmert wurde, interessierte das keinen weiter. Und da habe ich dann, wurde mir so klar, viele Menschen in diesem Land nehmen eben nur das Öffentlich-Rechtliche, was im Rundfunk und tatsächlich auch im Fernsehen stattfindet, nehmen das erst nach, weil es nicht anderes ist. Wir haben mittlerweile ja über 30 Rundfunk, 30 öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten, wir haben über 60 Radiostationen. Ja, wenn Sie heute Autoradio anmachen, egal was Sie haben, ist öffentlich-rechtlich. Und damit haben Sie auch immer die gleichförmige Meinungsgröße, die kriegen Sie dort verabreicht. Und genauso ist es auch jetzt mit der Flüchtlingskrise. Wir sind im Wahlkampf und Sie bekommen die Bilder nicht, die Sie eigentlich sehen sollen. Lange haben uns die Medien und die Verantwortlichen der Regierung versucht, weiß zu machen, dass die sogenannte Flüchtlingskrise vorbei sei. Das Zauberwort der Flüchtlingskrise heißt, eben um die schlimmen Bilder der endlosen Flüchtlingsströme zu vermeiden, Dezentralisierung. Wenn Sie mal Zeit und Lust haben, gucken Sie mal ins Internet, suchen Sie sich mal die TV-Dokumentation der Jungen Freiheit raus, mit dem Namen die Flüchtlingslüge 2017 und es wiederholt sich doch. Schauen Sie sich das mal an. Sehr gut dargestellt, wie derzeit die Flüchtlingskrise, wie die Flüchtlingsströme sich jetzt verteilen. Ja? Wie die NGOs, die Flüchtlinge in Anführungszeichen vor der libyschen Küste aufnehmen, nach Italien verbringen und sie dann eben dezentral in verschiedene Lager busweise verteilt werden. Sie sickern dennoch in hoher Zahl ein. Nun werden die Migranten von Schleppern und den sogenannten Hilfsorganisationen über die Mittelmeerroute auf verschiedenen Wegen nach Europa und damit zuerst nach Deutschland gelockt. Wenn wir von Fluchtursachen sprechen, dann stimmt das natürlich. Natürlich gibt es die Fluchtursachen in diesen Ländern. Völlig klar. Das wissen wir ja auch. Natürlich müssen wir über die Entwicklungshilfe dort auch, über eine andere Entwicklungshilfe als die, die wir jetzt kennen, natürlich dort auch Einfluss nehmen. Aber sicher ist auch, dass in der großzügigen Alimentierung der Migration hier in Deutschland ein weiterer Fluchtgrund und Fluchtursache ist. Und das macht unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, eben auch zum Anziehungspunkt und zum Schlaraffenland für alle Armen dieser Welt. Und als ich vor fast 2 Jahren davor gewarnt habe, dass wir nach einem Unterbringungs- und Versorgungsproblem sehr bald ein Problem der inneren Sicherheit bekommen werden, da war ich als Rassist und Ausländerfeind bestimmt. Das erinnert mich an den Spruch von Oscar Wilde, die übelsten Werke sind stets mit den erhabensten Vorsätzen begonnen. Und genauso erleben wir das. In Frankreich, in England können wir die Entwicklung, die uns noch bevorsteht, ablesen. Die Vorstädte, meine Damen und Herren, brennen. Natürlich ungemerkt von den Systemmedien, jeden Tag und es wird immer schlimmer. Wir leben in einem politischen und medialen Tollhaus. Sitzen auf einem Pulverfass und spielen weiter munter mit dem Feuer. Heute heißt die Propagandalüge nicht mehr Willkommenskultur, sondern Integration für alle, dicht gefolgt von Familiennachzug. Wenn die jetzt 390.000 anerkannten Syrer ihre Familien mit dem Faktor 5 nachziehen, reden wir von etwa 2 Millionen Migranten, die den direkten Weg in unsere Sozialsysteme nehmen werden und von einem immer weniger werdenden Beitragszahlern alimentiert werden müssen. Wie, liebe Freunde, soll das gehen? Ich kann Ihnen sagen, im Bereich des Gesundheitswesens wird es nur wie folgt laufen. Entweder man wird die Beiträge angeben müssen für die, die immer weniger einzahlen in ihre Krankenversicherung, oder sie müssen die Leistungen immer weiter reduzieren. Gegebenenfalls beides. Und das führt zu einer Nivellierung in eine Situation, die uns in eine Amerikanisierung des Gesundheitswesens bringen wird. Wer sich es noch leisten kann, kriegt die volle Versorgung, der Rest wird vereinheitlicht. Und das wird uns in der Rente ganz genauso passieren. Und das, liebe Freunde, müssen wir mit aller Kraft verhindern. Das haben wir alle. Das Problem sind eben nicht nur die Millionen,
Versorgungsfällen, die wir haben, das kriegen wir und würden wir irgendwie schon immer hinkriegen, aber es ist der eigentlich unüberwindliche Kulturgegensatz, der Europa mit der überwiegenden muslimischen Massenzuwanderung zerreißen wird. Und das ist meine Erkenntnis auch, als ich 2003 und 2011 nach Afghanistan gegangen bin, da habe ich den Struck damals nicht so recht geglaubt, dass er sagte, wir müssen die Deutschland eben auch am Hindukusch verteilen. Naja, habe ich gedacht, schauen wir mal. Ich habe nachher die Erfahrung gemacht, auch heute immer mehr im Nachgang und auch erst 2011, dass es sehr wohl Sinn machte, gegen den Terrorismus 5000 Kilometer entfernt zu kämpfen, als zu Hause auf der Domplatte oder in anderen Bereichen. Das ist meine Erfahrung. Die teilen manche in der AfD nicht. Aber meine Haltung zum Islam, die hat sich eindeutig verstärkt. Und ich habe meinen ersten Kontakt mit dem Islam 2001 gehabt, als ich an der Führungsakademie der Bundeswehr eine Seminararbeit geschrieben habe zum Islam in Deutschland. Und habe erst richtig begriffen im Einsatz selbst. Und diese Erkenntnis will ich Ihnen einfach mal weitergeben. Denn der so stark prägende, fundamentale Islam und der feste Glaube auch an die Scharia steht wie eine unsichtbare Wand gegen alles, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmacht. Er wendet sich gegen jede Toleranz, gegen die Religionsfreiheit vor allem der anderen. Er ist eine Ideologie und in seiner überwiegenden Mehrheit fundamental. Er ist mit unserem freiheitlichen Gesellschaftsmodell nicht kompatibel. Er hat weder historische noch kulturelle Wurzeln in unserem Land und auch nicht in Europa. Und ich sage das aus voller Überzeugung, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Mit dem Kampfbegriff Integration jeder Bedürftige zum Neubürger oder zur Fachkraft erklärt wird. Ich sage Ihnen, je mehr Illegale und Kriminelle wir ausweisen und abschieben, umso weniger müssen wir integrieren. Punkt. Ich sage Ihnen auch, wenn ich diese Demonstranten da sehe, die immer wieder da auftauchen, meist junge Leute, denen ich häufig zurufe, ihr demonstriert gerade für die, die dabei sind, eure Zukunft zu verbaseln. Wie dumm ist das eigentlich? Und dann rufe ich Ihnen auch zu, meist ja unterstützt von Gewerkschaften, von SPD und anderen. Diese Deutschlandhasser können sagen, was sie wollen. Das hier ist unser Deutschland. Es ist mein Deutschland. Es ist ihr Deutschland, es ist vor allem das Deutschland unserer Kinder und Enkel. Und wer sich daran vergreift oder es verschenken will, wird mit unserem erbitterten Widerstand rechnen müssen. Es ist schon mal aufgefallen, dass viele ein echtes Problem damit haben, über das deutsche Volk zu sprechen. Journalisten, Politiker, Bürger, ja? Wenn sie vom deutschen Volk sprechen, zucken alle zusammen. Warum eigentlich? Das, obwohl es genauso im Grundgesetz steht. Es in großen Lettern am Reichstag steht, dem deutschen Volk. Politiker, wir hatten es gerade schon. Ein Eid schwören, Schaden eben vom deutschen Volk abzuwenden. Und ich vor fast 40 Jahren geschworen habe, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Dieses deutsche Volk, liebe Freunde, hat in der Literatur, der Kunst, der Architektur, der Medizin, der Technologieentwicklung, im Sport als demokratisches Staatsvolk über Jahrhunderte Großartiges für diese Welt geleistet. Ja, die grauenhaften 12 Jahre des Nationalsozialismus und seiner Folgen sind ein nicht zu tilgender Standfleck, das wissen wir alle.
Aber ich sage euch auch, ich lasse mich von denen, die ein völlig gestörtes Verhältnis zu unserer Nation haben, nicht allein auf diese 12 Jahre reduzieren. Ich sage mir das ruhig, bewusst, klar und deutlich, und nicht nur beim Fußball. Wir können und dürfen stolz sein, Deutsche zu sein. Liebe Freunde, gucken wir uns ja immer nach den linken Träumern und Spinnern an, die da demonstrieren. Das sind aber nicht unsere wahren Gegner. Das sind eigentlich nur bemitleidenswerte Opfer ihrer eigenen Ideologie. Viel schlimmer sind diejenigen, die zuletzt mit der Gleichstellung der Homo-Ehe und als tatsächliche Verursacher der Asylkrise die Öffentlichkeit okkupiert haben und Kernforderungen der rot-grünen Agenda umgesetzt haben. Die, die wir als Konservative mal CDU gewählt haben oder gar FDP. 2009 ist mir der Fehler das letzte Mal nicht passiert. Haben doch eigentlich rot-grüne Agenda umgesetzt. Wenn wir uns das mal anschauen, Ausstieg aus der Atomenergie, eine alte grüne Forderung. Aussetzen der Wehrpflicht, ja? Schon immer, Ami. Sozialdemokraten ein gestörtes Verhältnis zur Bundeswehr und zu ihrem Vaterland haben. Akzeptanz der doppelten Staatsbürgerschaft war immer abgelehnt. Die Merkel hat es gemacht. Demontage der Bundeswehr, Gender Mainstream, Verabschiedung vom Leitbild der traditionellen Familie und so weiter und so weiter. Die eigentliche Gefahr für unser Land geht also nicht nur von Rot-Grün aus, sie geht eben auch von einer Merkel-CDU aus. Die sich da fragen, die sich seit Jahren bürgerlich gibt, aber de facto ein linkes Weltbild bedient hat und jetzt schwarz-rot-gold plakatiert, meine Damen und Herren. Sie werben jetzt mit derselben Flagge, die diese Frontfrau, ich mag den Namen ja gar nicht mehr aussprechen, noch am letzten Wahlabend achtlos in die Ecke. Wenn die glauben, sie können uns den Patriotismus vorleben, den wir wirklich denken und fühlen, meine Damen und Herren. Und wer der FDP noch traut, der hat wirklich alles vergessen, was diese politischen Fahnenschwenker 2009 versprochen und nicht gehalten haben. Sie haben nun den Blender Lindner, der auf allen Landes- und Bundeshochzeiten tanzen will und danach mit jedem ins Bett steigt, der ihnen einen Dienstwagen verspricht. Diese bösen Menschen können doch diese Leute nicht mehr wählen. Ich nenne das politische Prostitution und nichts anderes. Die Rolle der AfD ist mit der AfD, ist die Demokratie wieder in unsere Parlamente zurückgekehrt. Und der Bürgerwille hat wieder eine aufrechte Stimme, eine echte Gegenstimme, die sich nicht mit Halbwahrheiten und moralischem Geschwätz zufrieden gibt. Kämpfen wir also dafür, dass in unserem Land die so hart erarbeitete Freiheit und der relative Wohlstand und die stabile Sicherheit bewahrt bleiben und wir diese Errungenschaften auch wie ein Vermächtnis an unsere Kinder und Enkelkinder weitergeben können. Das ist unsere historische Mission jetzt. Gehen Sie zur Wahl und wählen Sie uns ein freies, souveränes und aufrechtes Deutschland zurück. Wählen Sie die Alternative für Deutschland. Gott schütze unser Vaterland. Danke.